Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Cyberpunk 2077 und wir sind hier unterwegs mit unserem guten Delamain-Fahrzeug, das den einen oder anderen Unfall schon gebaut hat und auch überlebt hat. Warum? Man sieht's, es lebt halt, es fährt immer noch so rum. Es lebt noch, ja gut, Delamain lebt auch in dem Sinne, aber gut. Zur Adresse des Informanten auf einer Brücke. Oh. Warte auf River. Wir müssen auf den Fluss warten, der wird bestimmt überschwappen. So, immer ranfahren. Und eine Runde warten. Warum auch hier warten? Warum nicht im Auto? Aber das spielt ja keine Rolle mehr. Etwas später. Ist genau dunkel, hey. Genau die gleiche Zeit. Das ist Animalgebiet. Das sehe ich. Kürzlich ein von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Mhm, okay. Ich melde mich. Wenn du was findest, sag Bescheid. Aha. Die Lagerhalle weit. Ach so, nee. Ich bin von hier gekommen, ne? Die Straße runter. Zack, und dann hier rechts. Verpiss dich! Okay. Hier gibt's nichts zu sehen. Was? Eisbrecher. Keine Ahnung. Ich suche einen Club. Red Queen's Race? Ist zu. Öffnet auch so bald nicht mehr. Dann kann ich mich also drinnen mal umsehen? Nein. Kein Umsehen. Verzieh dich von hier. Was guckst du so blöd, hä? Ja. Meinetwegen. Also die ist ja doof. Baby, du kannst jetzt rauskommen. Ich will nur reden. Die ist ja wirklich die Schlauste, ne? Kleine, dich reiße ich in zwei Hälften und ich reiße dich in zwei Hälften! Wurde entdeckt. Okay, halt durch. Bin gleich da. Ach, spielt keine Rolle. Nein! Fuck! Oh, was denn's für einer? Wow! Oh, weg da, die Arschgeige! Das ist ein Schläger, ne? Der hat irgendwie noch die Hälfte.
So. Waffen sind gut. Hä? Achso, das ist unser Kollege hier. Aber die Dame ist ja echt nicht die hellste, ne? Die ist hier rundherum gelatscht. So. Und da hinten ist ja noch jemand. Ne. Zeig dir, was wir drauf haben! Finde ich gut. Haben wir es gezeigt, oder? Wo ist denn der Club? Hier ist ja Musik, was ja eh was anderes. Put, komm her, kleines Hühnchen. Hat zu viel Schiss. Schüchtern. Der Club muss hier irgendwo sein. In der Werkstatt, schätze ich. Oder darunter. Ich frage mal nach. Hallo. BD 555. Ah nee, stimmt. Ja, doch, BD. Cool. Zwölf. Ah, da waren wir gerade, das ist ja der Eingang, ne? Mann, wo ist der Typ? Wo ist, wo ist der Club hier? Zwei von den Dingern? Ich sehe nicht mal was und treffe. Hier geht's noch weiter, ne? Ah, hier geht's rau. Hallo. Hey! Wir haben es gefunden. Ein Aufzug. Na, sieh mal einer an. Ein Aufzug. Ja, aber das ist aber lukrativ, ne? Wow. Minus 4, ne? Also 4 Grundstücke, sage ich schon. 4 Etagen weiter unten. Ich mach's schön kurz für dich. Nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? So. Schnappt euch die Drecksau! Hey! Oh, shit. Schon wieder so ein Kackhaufen. Huh?
Oh oh. Huiuiuiui. Mit was? Wie? Ich begreif's gerade irgendwie nicht, was hier. Also gut, was hier los ist schon. Aber das soll sein Laden sein? Ersten Schuss in Gliedmaßen. Oh mein Gott. Meine Kollegen. Nochmal ein Hammer, hä? Kriege ich hier nur Hammer an? Also werde ich nur hier verhämmert? Gehämmert? Keine Ahnung, ey. Und draußen haben wir noch mehr, ne? Oh, das ist. Ah, das ist oben. Warum will ich eine Kohle haben? Nö. Suche das Büro. Okay, Büro, Büro, Büro. Vielleicht da hinten. Aber ich hole mir mal. Entschuldigung, da unten ist ja auch noch eine Waffe, ne? Hier kann man wohl Stangen tanzen. Na gut. Hier gibt's Bierflaschen. Geil. Pfand. Und was können wir hier drin eigentlich tun? Außer. Wollen wir mal Truhen öffnen? Ah, hier waren wir schon. Okay. Das scheint ja offenbar ein Etablissement der anderen Art zu sein, ne? Sieht aus wie ein Büro. Irgendwie. Ja. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Jupp. Ja, ich melde mich später. Das ist also eine Vertuschungsaktion. Grundsätzlich eigentlich, ja. Passiert irgendwas? Passiert hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Nö, schon wieder da hinten. Aber müssen wir, wir haben uns doch die Sicherheitsaufnahmen angeguckt, müssen wir vielleicht hier nochmal die E-Mails durchgehen. Na sowas, der kommt mir bekannt vor. Wie? Ich bin nicht in Stimmung für Witze. Ja, ja. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Okay, lass uns abhauen. Ich habe vorhin einen anderen Ausgang gesehen.
Ja, und den möchte man mal sehen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.